Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu Star Wars Gangs of Heroes. Und die gute Cosy Spoon hat einen neuen Forum-Beitrag gepostet, und zwar über ja, die Zukunft von Star Wars Gangs of Heroes. Da gibt es wieder einen kleinen Einblick, was denn so auf uns zukommt. Und was denn so. Ist schon ein paar Sachen mit drin, die jetzt schon aktiv sind, aber gehen wir es einfach mal durch. Hier schreibt sie noch ein bisschen über die Territorialschlachten und dass sie viel Feedback bekommen und so weiter. Dann hier nochmal zu den, was ich eigentlich auch schon behandelt habe mit den Erinnerungen. So drei neue Spezialmissionen drin sind, nochmal, dann habe ich auch schon welche gezeigt. Dann die Order für Spieler, um Gearstufe 12 zu bedienen und so weiter. Sie redet halt darüber, was eigentlich schon alles bekannt war. Und, aber es ist noch interessant hier, wegen auch einige bessere Werkzeuge für Gildenanführer und Offiziere herzustellen oder zu erschaffen, um die Gilden der Territorialschlachten besser zu verwalten. Ja, also ich denke mal, das meiste, was die Leute wollen, ist eine Art Sperre für die Gebiete, die jetzt zum Beispiel nicht mehr, wo nicht mehr gekämpft werden soll und nicht mehr stationiert werden soll. Das bräuchte man auf jeden Fall auch, denn bei uns machen es immer noch welche falsch. Ja, aber es kommt als nächstes nach den Territorialschlachten. Wird es auf jeden Fall eine zweite Karte geben. Ja, und zwar diesmal aus Sicht der dunklen Seite. Ja, also wahrscheinlich selben, also vielleicht Hoth nochmal, vielleicht eine neue Karte. Das wurde hier jetzt noch nicht geschrieben, aber auf jeden Fall gibt es mehr Informationen bald, ja, sehr bald. Auf jeden Fall wird man dann die dunkle Seite dann nutzen können. Und die helle Seite wird dann wahrscheinlich dann noch zum Stationieren da sein, so wie es halt. Also quasi nur gegenüber. So, was aber jetzt viel interessanter ist, dass da eine zweite Karte kommen würde, haben wir eigentlich schon viele vermutet, dass sie jetzt zu so schnell kommen würde. Oder weiß nicht, wie schnell das dann da ist. Werden wir sehen, aber was viel interessanter ist, ist ein neuer Spielmodus. Tatsächlich schon ein neuer Spielmodus, und zwar die Territorial. Wie nennt es? Territorial Wars. Territory Wars, also Territorial Kriege. Und das ist tatsächlich kein. Nicht mehr die Gilde gegen die KI, ja, sondern Gilde gegen Gilde. Und da gibt es dann hier ein Bild dazu. Was sehr interessant ist, man sieht zwar noch nicht viel, es ist auf Work in Progress, also ist ein Konzept. Ist also noch nicht final, wird auch nicht so aussehen, denke ich mal. Wird auch ein bisschen anders aussehen. Denke mal, hat das einer zusammen gemalt. Aber sieht man halt, ja, die Gebiete, die man erobern muss. Genau wie das funktioniert. Sehe jetzt noch nicht so richtig, aber auf jeden Fall wird man ein. Also, man wird defensive und offensive Teams wählen können. Moment, gucken wir mal hier. Genau, defensive und offensive. Ich habe fast die Vermutung, dass es so ist wie. Zählt mir den Namen wieder nicht ein. So, ich hab's jetzt, und zwar. Drop-Turnier. Falls ihr euch da noch erinnern könnt, ich habe ja auch Videos dazu zu den Drop-Turnieren, die kann ich dann mal in der Beschreibung verlinken oder oben in der Infobox. Ja, das Drop-Turnier, da gab es nämlich auch hat man ein defensives Team festgelegt, so wie ich jetzt hier, und hatte man dann natürlich seine offensiven Teams benutzt. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Funktion, wie sie es schon eingebaut hatten, wieder Verwendung findet, und zwar in diesem neuen Spielmodus. Kann ich mir gut vorstellen. Ich hasse diese Musik, ey. Ja. Ah, da gab es damals den Jod Imbe und den Kästchen Endor, glaube ich. Ja, sieht dann hier, konnte man die Teams angreifen. Damals noch mit aller Stärke. Dazu musste man halt seine Teams so zusammenstellen, dass man halt recht viele Kämpfe machen konnte.
So in der Art könnte ich mir das vorstellen, dass das dann auch für diesen Modus dann ist. Ja, weil ihr seht hier Verteidigung und das ist scheinbar Angriff hier. Genau wie das funktioniert, das werden wir dann sehen, wie das dann umgesetzt ist. Aber es ist schon mal nicht schlecht, dass da jetzt ein neuer Spielmodus kommt. Wird es dann in den nächsten Monaten oder im kommenden Monat wird es dann mehr zu den neuen Spielmodus geben. Auch da mache ich dann natürlich wieder ein Video zu, ist klar. Ja. So. Star Wars The Last Jedi. Zum Film kommt ein neuer Charakter. Wer hätte es gedacht? Und zwar wird er scheinbar schon, so wie ich das rauslese, vielleicht sogar schon diesen Monat rauskommen. Der Film kommt ja erst im Dezember. Ich glaube am kommt er eigentlich am 11. Dezember. Ich müsste gerade das Datum nicht, aber jedenfalls im Dezember. Und einen neuen Charakter gibt es dann auf jeden Fall schon vorher im Spiel. Und zwar eine Variante, dem die Star Wars Fans bereits vertraut sind. Meine Vermutung ist ja, dass sie als erstes Jedi Rey bringen. Ja, Rey wird ja von Luke gerade ausgebildet im nächsten Star Wars Film und bin mir ziemlich sicher, dass sie dann vielleicht kommt. Vielleicht ist sie wirklich tatsächlich die erste dann aus dem neuen Film. Im Spiel ist sie ja übrigens schon und zwar im in einem der, ich glaube, harten Kämpfe oder normalen Kämpfe, ich weiß gerade nicht. Auf der dunklen Seite, glaube ich. Müssen wir mal durchgucken, da sieht man am Ende sie als Endgegner. Da hat sie auch ein Lichtschwert schon. Ist recht interessant. Könnt ihr ja mal selber mal durchgucken. Ja, das ist also zum neuen Charakter. Oktober bringt dann viele Events und so. Spannende Events. Ja, kommen auf jeden Fall einige. Raumschiffe, klar. Das habe ich ja schon in anderen Videos gesagt. Da kommen ja dann drei Events für den Homeborn, Executrix und Endurance. Ja. Und diese kommen tatsächlich jetzt monatlich zurückkehren. Also die werden monatlich wiederkommen. Das legendäre Event für das Schiff von Großadmiral Thrawn natürlich nicht. Das kommt nicht monatlich zurück, sondern dass wir dann wahrscheinlich ähnlichen Intervall haben wie die ganz normalen legendären Events, also so 2 bis 3 Monate. Und halt die anderen normalen Großkampfschiffe kann man halt dann jeden Monat. Ich nehme an, man kann dann jeden Monat, wenn man es nicht schafft, direkt am ersten Tag, aber vielleicht wird es auch mehrfach dauern, diese 100 Splitter bekommen und dann die Großkampfschiffe auf 7 Sterne zu machen. Man kann sich ja, wie gesagt, dann auch ein Paket kaufen. Wer da halt nicht die Geduld hat dafür, kann auch Geld ausgeben. Das geht also immer. Und ja. Da gibt es natürlich die Schiffe, die in der Kantine sind. Das habe ich auch schon in den Patch Notes gesagt. Dann kommen wir noch zu den Night Sisters. Ja, das habe ich auch schon gesagt in den Patch Notes. Das, schreiben sie aber, hier stellen einige neue Night Sister Charaktere vor. Heißt also, nicht nur Mutter Talzin, also ich gehe davon aus, dass Mutter Talzin endlich kommt, sondern da könnten auch noch andere kommen und ja, wird dann auch natürlich über Events gehen, ja, Lookout-Events, ja, da wird es auf jeden Fall einige Events geben, wo dann man die Nachtschwestern freischalten kann. Mal sehen, wer da alles kommt, Mutter Talzin auf jeden Fall. Dann vielleicht noch dieser Luz, wie er heißt, keine Ahnung, wer es richtig ist. Vielleicht gibt ja auch aus den Comics und so, gibt es ja auch Charaktere, die nicht in der Serie vorkommen, Star Wars The Clone Wars. Da gab es ja einige, die dann gar nicht vorkommen, aber scheinbar in den Comics. So, und dann gibt es, weiß nicht, ob das schon mitgekriegt hat, ich hatte es für uns sogar schon mal in den Chat gepostet, weil man kann über die Kauf von Google Geschenkkarten kann man also bis zu 50 Dollar, also wahrscheinlich dann bei uns 50 Euro. Die kann man hier kaufen bei den gibt es viel mehr. Also für Google Geschenkkarten gibt es eigentlich ziemlich viele Firmen, die das
die diese Karten anbieten. Und wenn man, ich nehme mal an, eine 50 Euro Geschenkkarte kauft und die hier einlöst, ja, bekommt man, hey, Splitter und 1,75 Millionen Credits. Das ist, glaube ich, für das höchste, 3000. Also für 50 Dollar waren es hier, glaube ich. Hat hier einer gekauft, bei Walmart gab es, glaube ich, und hat die eingegeben, die Karte, bei Google Play. Und dann gibt es als Geschenk halt Ray komplett. Ja, also, wer sowieso für das Spiel Geld ausgeben möchte, könnte eventuell das über eine Google Geschenkkarte machen. Ja, kauft euch die im Laden. Ihr seht ja, sind ja, sei überall so ein Ding. Die hängen auch immer an den, in der Nähe von den Kassen und so weiter. Da könnt ihr dann also so eine Karte kaufen, die löst ihr bei euch ein. Und dann gibt es als Bonus dazu, zu diesem Geld, was ihr ausgegeben habt, weil könnt ihr das Geld zum Beispiel auch wieder in Star Wars reinstecken und könnt ihr da Splitter kaufen zum Beispiel von oder so ein Paket. Ja, gibt es dann halt Ray. Das ist jetzt, wie gesagt, für die 50, ich nehme mal für die 50 Euro, vielleicht sind es auch mehr, ich weiß es nicht. Das ist halt so schwammig dann formuliert hier, weil 50 Dollar sind ja keine, ist ja nicht für uns dann 50 Euro, ne? Mal sehen, vielleicht kann das mal irgendwann mal einer getestet bei uns. Ja, mal sehen. Also gibt es dann auf jeden Fall Ray. So, und das war's eigentlich auch schon. Dann bedankt sie sich noch im Namen des Teams für die vielen, für das viele Feedback, Teilnahme und so weiter, Rückmeldungen. Und ja, sie versuchen natürlich immer weiter das Spiel zu verbessern. Und dass jetzt ein neuer Spielmodus kommt und eine neue Karte für den Territorialschlachten, finde ich nicht schlecht. Ja, mehr Content, mehr Content. Ich habe schon bei Reddit einen Post gesehen, wo Anna geschrieben hat, müssen wir kurz mal aufmachen. Gucken, hier. Juli 2017, no new content is making people quit the game. Ja, und jetzt Oktober 2017, too much new content is making people quit the game. Also die Leute wissen halt immer nicht, entweder ist es zu wenig, was Camp the Games in dieses Spiel bringt, oder es ist zu viel. Ja, beschweren sich dann die Leute darüber. Es ist halt, es ist normal. Entweder ist es zu viel oder zu wenig. Man findet eigentlich nie so richtig den Mittelpunkt, um alle zufriedenzustellen. Es wird auch nicht funktionieren. So, ja, das war's aber eigentlich auch schon. Also viel mehr Assets in dem Formfret hier nicht geschrieben worden, aber das ist also das, was uns jetzt so erwartet in nächster Zeit. Und ja, wie gesagt, wenn es da wieder was Neues gibt, werde ich das auf jeden Fall auch wieder verfilmen und euch die Infos dafür geben, was denn so alles passiert. Ja, dann macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde mich natürlich sehr freuen. Macht's gut und bis zum nächsten Video.